Willkommen zum nächsten Part von Fire Emblem Path of Radiance. Wieder mit Sky. Ja, Ding, wir heilen hier mal kurz Oscar, weil der ziemlich auf die Fresse bekommen hat von 5 Soldaten oder so. Ike hat ihm auch schon. Ja, wahrscheinlich 99. Kriegt das scheiß Level ab, Mann. So, eigentlich sollten wir mit Soren im Fernkampf angreifen, weil er ziemlich leicht geschwächt werden kann. Aber ich will ihn dann doch lieber in den Busch stellen, weil man sich da heilen kann. Ausweichen plus 10 erhält und auch noch Verteidigung plus 1. Oh. Da steht Heilhacker, also. Alter. Alter. Smash kam gerade einmal mittendrin rein. Perfekt, Alter, Grüße gehen raus ans Mensch. Alter. Ich stell dir vor, ich hätte. Junge. Ich stell dir vor, ich hätte zu Recht auf deinem Server, du bist bei FreeDBoy, ich komm so kurz rein. Hi! Alter. Ich habe einfach mal. Ach du Scheiße. Ich habe jetzt einfach mal. Der Gatri hat ja keine Waffe drin, deswegen habe ich ihn da einfach mal hingestellt. Naja, ich ihn nicht mag. Ich stelle den ohne Waffe in den Krieg rein. Alter. Alter. Ist mir egal, was mit dem passiert, der kommt dahin. Naja, der hat sowieso eine hohe Verteidigung und hier sind ja keine magischen Einheiten, also. Ich meine. Ja, Ding, diese drei Gegner können ganz einfach an Ries rankommen. Nur der Bogentyp kann aktuell an ihn rankommen und dafür muss auch erstmal der hier weggehen, also. Ja, habe ich einfach. Ja, Ding. Ich habe jetzt einfach mal Gatri hier hingestellt, damit die hier nicht durchkommen. Weil, ja, wenn ich hier auch die Kamera drehe, sieht man, dass hier nur zwei Durchgänge sind. Okay, der kann eigentlich die Festung bewachen. Der kann die Festung bewachen. Weil wenn ein Gegner auf das Feld kommen würde, dann hätte ich verloren. Oh, der Bogentyp geht auf Ike. Ja, okay, damit hätte ich das Problem mit Ries einfach weg. Der macht nicht mal Schaden. Aber die Ike. Ja, die Ike-Level-Ups waren bisher schon gut. Und der. Der verfehlt und Ike crittet. Der braucht nicht. Ey, ich hab seine Waffe erhalten. Nein, ich will ihn nicht wegwerfen. Wieso? Wieso steht da, dass Ike die Stahllanze verwenden kann? Oder keine Ahnung. Ach egal, ich werf die Stahllanze. Ne, warte. Das Schwert hat nur noch 4 Anwendungen, werfe ich lieber das weg. Ja, da gab es auch in Fire Emblem Awakening gab es sowas Lustiges. Da ist so ein Typ in den. Oder war es Awakening? Ich weiß gerade gar nicht. Da war auf jeden Fall so ein Typ, der hat einfach seine Waffe vergessen. Der ist ohne seine Wa Ja, der ist ohne seine Waffe aufs Schlachtfeld. Dann ist ihm so aufgefallen, oh Scheiße, wo ist meine Axt?
Hatte ich tatsächlich auch mal eine Geschichte. Weißt du, wir haben so. Kennst du es, wenn man zur zweiten Stunde Schule hat und dann einfach noch vorher sich mit anderen trifft, so zur Schule geht? Ja, Ding, ich bin. Ja, Ding, ich war so 1 Kilometer von meiner Grundschule entfernt, dann, ich bin meistens mit dem Fahrrad gegangen, zumindest, dritte, vierte Klasse. Ansonsten immer. Ja, und dann bemerke ich so, oh Scheiße, ich habe meinen Schulranzen vergessen. Und das Dämliche war, mir hat auch noch die Unterschrift auf dem Test gefehlt. Meine Eltern waren nicht mehr da. Dann bin ich einfach kurz zu meiner Oma hoch, die hat dann für mich unterschrieben. Dann bin ich nochmal zurück zur Schule und es hat einfach funktioniert. Oh Scheiße, Beuth stirbt gleich. Fuck. Ach Gott. Ich hab's Gefühl, Beuth stirbt. Bitte nicht. Nein, 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 verpiss. Oh, gut. Nein, der hat einen Langspeer. Damit kann er zwei Felder angreifen. Er hat verfehlt. Oh Gott, Alter. Nein! Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh! Der hat auch verfehlt. Der hat einfach. Alter, Beuth rasiert gerade alles. Ja, Beuth rasiert gerade einfach komplett. Nein, 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 nein. Bitte verpiss. Nein. Was? Der rasiert ja komplett. Und noch ein Level ab. Es gibt eine Trefferwahrscheinlichkeit, die liegt in dem Fall, glaube ich, gerade mal bei 5. Nein, 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 noch einer. Was? Und noch ein Crit. Alter, Beuth rastet aus. Ja, der muss jetzt aber erstmal geheilt werden. Ey, ansonsten dachte ich so, ja, okay, ist eine Einheit, die kann man gut trainieren. Finde ich geil. Und jetzt einfach so, Junge, was ist falsch bei dem? Der. Alter, Riesa. Der hat einfach eine Verteidigung von 0. Der hat nicht meine Waffe, der hat einen Heilstab, mehr nicht. Und, naja. Alter, Boyd, einfach eine Legende. Nice. Alter, ich will nichts, König. Ach, egal, da machen die es gemeinsam. Eigentlich ist schon gut gelevelt, Oscar macht den dann. Ich hatte einen Part, da habe ich Oscar ziemlich gut gelevelt und ja. Ja, den. Oh, der hat sogar ein Level abbekommen, ohne ihn zu killen. Nice. Es gibt mehr XP, wenn man jemanden killt. Ich wollte es jetzt Oscar geben. Wie viel hat der momentan? Oh, 85. Der kriegt auf jeden Fall ein Level ab. Der hat eine 72% Chance, aber das mal 2. Also er darf zweimal angreifen mit einer 72% Chance. Nice. By the way, so zum Hintergrund. Ja. Hallo? Was wolltest du gerade sagen? Ja, Junge. Was ich sagen. Was ich sagen wollte. Kann ich mal reden? Ding Oscar, Beuth und Wolf. Wolf ist der kleine Junge mit den grünen Haaren da. Die sind alle miteinander verwandt. Ja, so Oscar ist. Ja. Ja, Oscar ist der Älteste. Beuth, das ist der, wo ausgerastet ist hier gerade. Rolf ist nicht in unserem Team. Das hier ist der so in der Mitte ist von den Brüdern und das hier ist der Älteste. Sitzen.
Was? Ja, ich glaube schon. Was könnte noch Verstärkung kommen? Es könnte noch Verstärkung kommen. Dann geht's noch länger. Noch mal 30 Minuten. Ah, okay, doch nicht. Hier sind noch mal 5. Ach Gott, der ist Level 13. Ja, egal. Der Gegner hat eine 0% Crit Shots, also warum nehme ich den da nicht kurz auseinander? Vielleicht landet er ja noch ein Crit, das wäre ganz geil, aber der Gegner kann keinen Crit landen. Naja, egal. Ja, Dinge. Ich finde es auch manchmal langweilig, die Dialoge, muss ich sagen. Also. Doch, ne, das ist. Ja, ich glaube, da sind sich alle einig, dass es Spielstreckung ist. Oh Gott, Alter. Oh. Nee, dann tun die nochmal 10 Minuten drüber diskutieren. So, hier habe ich mir den, falls du dich fragst, was ich gerade gemacht habe, ich habe das so gescannt, kann man sagen, wie weit die sich bewegen können. Dieser Bereich hier, der gerade angezeigt wird, das ist, wie weit die kommen. Ich weiß nicht, ob Oskar dafür bereit ist, aber ich heile ihn einfach nochmal. Auch für die Erfahrung. Weil ich meine, er kann sowieso nur durch Heilen gelevelt werden, also warum nutze ich das nicht? So, der Eisenbogen, der kann das gut machen. Der Eisenbogen kann es gut machen, perfekt. Ich meine, Oskar kann den mit dem Eisenbogen da gut machen. Weil er kann zumindest in dieser Runde keinen Schaden nehmen. Dafür kann er in der nächsten Runde auch keinen austeilen, wenn der auf ihn gehen sollte. Oh, die können. Alter, die sind in der Ecke. Die können sich nur hierhin bewegen. Die könnten auch einfach hier runterspringen, aber da haben die auch keinen Bock drauf, weil die Map endet da. Ja, die werden ja auch zum Krieg gezwungen, also. Aber die müssen ja tun, was deren Herren ihnen sagen, also. Was? Muss off. Ach so. Ich dachte gerade. Also ich stelle die hier mal in sicheren. Okay. Ja, okay. Ja, Ding mal geht's mal nicht, also. Ich will die Runde mal. Alter. Ne, der geht halt wirklich auf Ike und nicht auf Oscar. Ja, umso besser. Was? Ach, wie viele Truppen das noch sind? Ach du Scheiße. Nein, auch der Fette kommt. Also bei. Was? Sind gerade noch mehr gespawnt. Das ist Kapitel 5, Alter.
Es kann schon ziemlich lang gehen, aber ich meine, jetzt, das ist jetzt schon der zweite Part, also. Ja, ich meine mit zweitem Part halt für dieses Kapitel, also. Ja, ich will mal noch das Königsschwert verwenden, weil es ziemlich gut ist. Die Eigerfahrung ist aber auch ziemlich gut, der ist jetzt schon Level 11. Ah, oh, perfekt, ich habe mal das Spielfeld größer gemacht. Oder die Sichtweite halt. Ach, ich kann mir nicht bis dahin heilen. Ach. Okay, die sollten sich eigentlich zurückziehen, dann, damit Ries die heilen kann. Titania macht es schon allein. Alter, eine berittene Frau gegen eine komplette Armee. Das geht, oder? Ja, wird schon passen. Wir senken gerade zwar die Zahl der männlichen Bevölkerung, aber ey. Ja, komm mal, die. War es nicht früher sogar verboten, dass sie in den Krieg dürfen? Alter. Ach du Scheiße. Ey, daher kommen auch die ganzen Memes in die Küche mit dir oder so. Der ist nur als Spaß gemeint, ist nicht meine Meinung. Ja, nee, ich weiß, ich bin richtig frauenfeindlich. Nee, Alter. Och Gott, Alter. Ich finde Kochen nice. Ne, ich tue aber verschiedene Sachen machen. Ich tue aber verschiedene Sachen machen und ja. Achso, by the way. Das hätte ich vielleicht am Anfang des Parts erwähnen sollen, aber ich kann ihn in die Info, in die Infokarte packen. Ja, schick mir einfach später ein Video und das kann ich dann reinpacken. Nice. Oder generell halt Links zu deinem Kanal. Okay, wenn ihr Kochstreams sehen wollt, geht zu Sky. Was ist los? Sollten sie nicht bereits komplett umzingelt sein? Ja, wenn der das gesehen hätte, wie Boyd alles zerrissen hat, wer hätte der sich zurückgezogen? Ach Gott, Alter. Kurz mal Seite wechseln, gar kein Bock. Ja. Ey, das ist ein Level-Up, das ist besser als das davor. Das ist besser als einfach nur KP. Ja, KP ist Bullshit. Alter. Einfach umdrehen, dem in die Fresse hauen, Gesicht zack. Oh, Eisenklinge. Das ist eine gute Waffe. Ja, setz dich durch die Eisenaxt, weil die eh schon fast aufgebraucht ist. So, jetzt hole ich noch die Erfahrung da und dann hoffe ich, dass Titania das machen kann. Dass sie dann endlich mal den Boss besiegt. Was? Titania hat 6 Äxte dabei. Alter. Hast du schon mal überlegt, Kriegsplaner zu werden?
Alter. Wäre eine Überlegung wert. Weißt du, scheiß mal auf Schwitzmarkt-Ausbildung, du wärst jetzt Kriegsplaner. Nice. Okay, Titania beendet das jetzt. Nice, Alter. Okay, Titania bringt das jetzt endlich mal zu Ende. In die Fresse, du Wichser. Ich glaube es nicht. Was haben wir falsch gemacht? General Dakova. Nein, nicht der General. Nicht in den Händen dieses Ungeziefers. Perfekt, Frauendiskriminierung. Danke, Soldat. Er ist ja noch weirder, wenn er sagt, ja, ich wurde von der Frau besiegt. Der Titania ist overpowered. Stell dich mir und nimm deinen letzten Atemzug, du elender Wurm. Wollt jetzt welch zu 10 dann noch auf Titania losgehen, oder was? Weil ich fände es geil, wenn jetzt irgendwie auch... Was? Die hat fast ein komplettes Level ab durch den Fettsack da erhalten. Du weißt glaube ich nicht mal, was das macht, oder? Was der Fähigkeitswert macht. nee, Fähigkeit ist... Oh, ich stoß den hier noch kurz weg, damit er nicht in der Gegnerreichweite ist. Fähigkeit beeinflusst die Crit-Chance. Alter, das Kapitel ist halt immer noch nicht vorbei. Was? Der kann Ries angreifen. Ich hoffe mal, dass der genug Geschwindigkeit hat. Oh, bitte sag, dass der Bogentyp... Ich hoffe mal, dass der Bogentyp da nicht rankommt. Ja, Ding, jetzt soll die Verstärkung aber auch mal aufgehört haben. Alter, es ist jetzt schon wieder bei 22 Minuten. Es wird sowas von in die 30 reingehen. Ach Gott. Ja, Ding, in anderen Fire Emblems oder in neueren kann man die Gegnerphase auch einfach skippen. Gibt's glaube ich sogar, aber auch nur im Kampf halt. Wenn ich A gedrückt halt, müsste es glaube ich gehen, aber... Alter, zum Glück kommt er nicht an Ries ran. Ich bin Deutscher, ich stehe zu Ries. Ey, es ist wohl vorbei. General Dakova ist verloren, wir wurden besiegt. Ey, ich habe nichts eingesehen. Ich glaube mal, es muss eine Runde vergehen, nachdem der General stirbt. Wir haben keine Chance. Rückzug sofort. Nice. Wir haben die nähere Umgebung von den Truppen von dahin befreit. Endlich! Und nach dem Gespräch endet der Part. Endlich. Jetzt dürfte wohl kein Zweifel mehr bestehen. Wir sind nun Feinde des Königreichs von dahin. Nice. Wir haben keine Zeit, uns auszuruhen. Packt alle eure Sachen. Wir brechen sofort auf, bevor der Feind mit Verstärkung zurück ist. Wieso haben die nicht einfach alle abgeschnetzelt, die das beobachtet haben? Verstanden, Boyd, komm mit mir. Ich bin genau hinter dir, Bruder. Da seht ihr, Bruder. Boyd und Oscar. Na, wir müssen uns auch beeilen. Komm, Rolf, wir packen so viel Lebensmittel und Sachen ein, wie wir können. Ja, und Aldia ist die kleine Schwester von Ike. Und Rolf ist, Rolf ist der Typ, der eine Freundin hat. Oder auch der kleine Bruder von Boyd. Was immer du sagst, los geht's, Alja. Titania, nimmt Shine und Gatri und sichert uns den Weg durch das Meer der Bäume. Wir werden Galia durch den großen Wald erreichen.
Bin schon unterwegs, Sir. Rhys, du bleibst bei mir. Ich möchte, dass du mir hilfst, wichtige Dokumente aus der Bibliothek zu holen. Alles andere stecken wir in Brand. Warte, was? Perfekt. Die Zünd... Damit der Gegner nicht an wertvolle Informationen kommt, wie Schwächen oder so, denke ich mal. Ike, du bist für die Prinzessin verantwortlich. Ist gut. Prinzessin Elind... Oh! Oi! Die zwei alleine. Ich werde ein Pferd für euch bereitstellen. Was könnt ihr tun? Ich weiß, geht ins Casino. Ich verstehe nicht. Die Zeit wird schneller vergehen, wenn ihr Alja helft, als wenn ihr auf mich wartet. Oh, ich verstehe, das mache ich. Es tut mir leid, es ist schon peinlich, dass eine Prinzessin beim Packen helfen soll. Mach dir keine Gedanken, Alja. Ich hoffe nur, ich halte dich nicht auf, weil ich dir im Weg bin. Seid nicht albern. Ihr seid darin viel besser, als ich es bin. Ihr seid eine große Hilfe. Sind alle Prinzessinnen so gut in diesen Dingen wie ihr? Na, ich bin nicht im Schloss aufgewachsen. Verlief mein Leben anders als das anderer Prinzessinnen. Ich kochte, machte... Ah. So eine ist sie also. Ich kochte, machte sauber, nähte. Nun, ich machte alles... Deine Mom? Ach. Ehrlich, das überrascht mich, wenn ich euch so ansehe. Würde ich das niemals vermuten. Mal sehen, ich kann auch reiten, käme ich im Schwertkampf aus. Ja, dann ab in die Armee mit dir. Was trägst du da für eine Kette? Wie? Oh, tut mir leid, ich wollte nicht. Ich glaube, ich kann sie euch zeigen, Prinzessin Elinche. Oh, Cutscene. Da will wieder ein paar länger. Irgendeine leuchtende Kette, wahrscheinlich von der Mutter. Oh, wie hübsch, das ist ja ein Medaillon, was ist das wohl für ein Licht? Das gehörte meiner Mutter, das ist alles, was ich von ihr habe. Oh, ich wusste es. Ich weiß auch nicht, wo das Licht herkommt. So hat es vorher nie ausgesehen, erst vor kurzem fing es an zu leuchten. Okay, Verbindung zu Elincha. Die Welt ist voller Mysterien, nicht wahr? Aber eins steht fest, es ist wirklich sehr schön. Ich hab's Gefühl, Elincha weiß mehr darüber. Ich frage mich, was das für ein Licht ist. Das frage ich mich auch. Och, was ist das denn für eine? Och. Was sagst du da? Ich glaube, ich habe mich verhört. Ich habe verstanden, sie sind entkommen. Es war wohl ein Fehler, sie als gewöhnliche Söldner anzusehen. Wenn sie in der Lage sind, General Darkova zu besiegen, waren sie uns von Anfang an weit überlegen. Ach, und du ziehst einfach so den Schwanz ein und kommst zu mir. Also wenn ich zu der komme. Also wenn ich zu der komme, ziehe ich nicht den Schwanz ein. Das war glaube ich noch in der anderen Aufnahme, aber es ist auch. Hast das Motto unseres Heeres vergessen? Erfolg oder Niederlage, Leben oder Tod. Hey, du bring diesen stinkenden Müll hier raus. Jawohl. Jawohl. Mayhem. Jawohl, Madam. Beweg dich los. Nein, bitte, ich will nicht sterben. Ach Gott, der Arme. Atem eines räudigen Hundes. Ich bin umgeben von wertlosen Idioten. Anna. Welchen Weg sollen wir gehen, um diese Söldner und das Mädchen in unsere Hände zu bekommen? Wer ist es jetzt schon wieder? Die Hauptstadt von Crimea, Melior, befindet sich bereits unter König Arschnards Kontrolle. Da ist wieder König Arschnard. Die Überreste des Heeres von Crimea können wir vernachlässigen. Und das bedeutet, dass es für die Prinzessin nur einen Ort gibt, an den sie sich begeben kann. In das Königreich Gallia im Süden. Ha! Das Mädchen sucht also, wie schon ihr verstorbener Vater, die Freundschaft der befehlten Teufel.
Es gibt doch immer wieder Dinge, die einen verblüffen können. Wenn sie in Gardia tatsächlich Zuflucht finden, wird es umso schwieriger, die Prinzessin in unsere Hände zu bekommen. Es ist schon wieder 30 Minuten. Die Söldner, die sie eskortieren, sind stark. Keiner von ihnen stellt ein leichtes Ziel dar. Ich werde sie so weit wie möglich beobachten und Informationen über sie sammeln lassen. Das wird nicht notwendig sein. Ich werde unsere streunende Prinzessin persönlich zu uns einladen. General Petrine, ihr wollt das selbst in die Hand nehmen? Soweit wir wissen, wo die Prinzessin und ihre Lakaien sich aufhalten, braucht es keine Raffinesse mehr. Ich werde sie jagen und töten, so einfach ist das. Söldner? Ha! Was sind schon Söldner? Schließlich bin ich General Petrine. Egal, wer sich mir in den Weg stellt, ich habe niemals eine Niederlage erlebt und werde auch in Zukunft keine sehen. Ha! Darf ich jetzt speichern? Geht doch! Ja, geht, es waren zwei sehr lustige Aufnahmen. Willst du noch irgendwas sagen zum Abschied? Uff. Ciao.